Im heutigen Video zeige ich einen Vergleich zwischen normales Pulled Pork im Gasgrill und im ein Dutch Oven. Wie ich das alles mache, du kannst in meinem Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleib bitte dran. Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich noch ein interessantes Video, also mit Pulled Pork. Ich habe schon einmal Video gemacht, also mit Pulled Pork, und in diesem Video Fleisch war ca. 9,2 Stunden im Grill gewesen. Aber Ergebnis war sehr lecker und ich war sehr zufrieden. Und danach, ich habe so viele Kommentare bekommen, das kann man viel einfacher im ein Dutch Ofen zu machen. Und deswegen, also ich will heute einen Vergleich zu machen und schauen, ob das alles stimmt, ob wird in 3 Stunden Pulled Pork auch so zart sein, also wie damals mit 9,2 Stunden. Das will ich unbedingt ausprobieren und schauen wir mal, also welches Ergebnis wird. Auf jeden Fall, Rezept bei mir bleibt absolut gleich. Für heutigen Rezept, also ich habe also dann wieder Schweinehals genommen, das ist ca. 2,2 Kilo. Ich habe das gestern mariniert. Ganz einfach mit Olivenöl eingeölt und mit Magic Dust eingestreut. Dann war ganze Nacht also im Kühlschrank gewesen. So, für heutigen Rezept nehme ich wieder also mein Dutch Oven. Das ist FT6 mit 6 Liter Volumen. So, für Anfang kann also ich brauche dann eine Zitrone. Wieder genau dasselbe, also wie habe ich also dann im anderes Video gemacht. Einfach auspressen. Dann 30 ml Whisky. Dann Zitronensaft. Dann brauche ich noch Bier. Ja, claro. Passieren. Mache so eine Teelöffel Honig. So, dann mache ich das alles also dann richtig vermischen. Funktioniert einwandfrei. Dann mache ich ein bisschen pflanzliches Öl rein in Dutch Oven und ich mache ihn also ein bisschen einölen innen drin. So. Damit alle Wände und alles noch richtig eingeölt wird. So sieht jetzt das aus. Richtig schön. Dann kommt Zwiebel. Einziges Unterschied mit meinem anderen Rezept, also das ist Zwiebel. Weil dort habe ich also Zwiebel absolut nicht verwendet und hier im Dutch Oven also will ich das unbedingt, weil ich brauche also dann eine Polsterung, also quasi ein Zwiebelbett, damit das der Pulled Pork nicht direkt auf dem Boden liegt. So, und Zwiebel gibt auch also dann zusätzlich Flüssigkeit im Dutch Oven. So sieht das ungefähr aus. Dann mache ich Fleisch da rein. Ja, passt. Passt sehr gut. So, dann mache ich fast gleich wie im anderen Video. Ich mache zuerst also dann Pulled Pork, also mit diese Bier Whisky Mop ein bisschen oben drauf einschmieren. Damit er also ein bisschen Flüssigkeit nimmt. Dann mache ich Hälfte also dann gleich rein. Restliches Bier auch da rein. Jetzt machen wir Deckel zu. Dann kommt also das alles also ins Grill rein. Ich habe jetzt schon Grill angeschaltet, der läuft bei mir jetzt dann. Ich habe jetzt nur 100 Grad. Mache ich
Ich mache jetzt drei Brenner auf eine Stelle, also komplett alle anschalten, damit der Ofen also schneller heißer wird. Circa 10 Minuten. Mein Gasgrill war genau 10 Minuten. Blueboard noch nicht, aber ich schiebe jetzt ihn auf die Seite. Ich mache jetzt dann noch eine Brenner und schiebe ich jetzt in die Mitte und mache ich dann andere Brenner ausschalten. Ich lasse nur eine links, eine rechts bei indirekter Hitze so circa für 3 Stunden. Und nach vielen Berichten, was mir geschrieben wurde, Pulled Pork muss in 3 Stunden fertig. Das will ich selber schauen und will ich auch also dann schauen, welches Ergebnis wird. Deswegen schauen wir mal. Jetzt ist gerade 10 Uhr morgens. Bevor meine Schwiegereltern kommt, also ich will also, dass mein Gericht also fertig wird, ich würde jede Stunde also im Dutch Oven anschauen und ihn mit Bier-Whisky-Mop also dann einschmieren und schauen auch, also welches Kerntemperatur drin ist. Bei 180 bis 200 Grad bei indirekter Hitze 2 Stunden vorbei. Jetzt will ich anschauen, wie das aussieht. Bei mir war die ganze Zeit bei indirekter Hitze bei 200 Grad Deckeltemperatur. So, Flüssigkeit, wie ich sehe, also ist immer noch ziemlich genug. Jetzt schauen wir mal, also wie viel Kerntemperatur hat das Fleisch. 66,5. Genau, jetzt mache ich nochmal Bier-Whisky-Mop oben drauf. Und mache ich wieder zu. Deckel zu. Mache ich eine Brenner noch extra dazu einschalten. Für 5 Minuten, damit also dann Temperatur wieder erreichen wird. Und danach wieder ausschalten. Jetzt ist genau 3 Stunden vorbei. Ich schalte jetzt aus. Ich habe um 10 Uhr angefangen. Jetzt ist genau 13 Uhr. Das kann man jetzt also nicht nur nach Temperaturfühler erkennen, also dass das Fleisch fertig ist, sondern nach Geruch. Das riecht überall, aber nicht nach angebranntem, sondern nach richtig leckeres Fleisch. Und das gefällt mir. Obwohl heute ist richtig windig war und bei mir hat nur 2 Brenner angeschaltet. Temperatur war immer die ganze Zeit, also seit 3 Stunden, bei 200 Grad Deckeltemperatur. Im normalen Gasgrill, also ich habe 9,2 Stunden gebraucht, also bis dann Fleisch 95 Grad Kerntemperatur erreicht hat. Klar, also ich habe auch also Fleisch geräuchert. Hier habe ich das nicht gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Genau. Boah, ist richtig heiß. Übrigens, Wasser habe ich nie nachgemacht. Also wie am Anfang kann, also ich habe nur eine Flasche mit Bier zum Beispiel und Bier-Whisky-Mop also noch dazu gegeben und mehr habe ich nicht reingemacht. Und schauen, was er mir zeigt. Also 95 überall, 95 genau nach 3 Stunden. Das ist aber Wahnsinn. Da brauchen wir also absolut also keine Thermometer. So, ich glaube, jetzt wird das eine schwierige Sache. Fleisch rauszuholen. Ich will Fleisch auf jeden Fall nochmal einpacken, weil meine Gäste ist noch nicht da und deswegen also kann man jetzt schon essen, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da richtig weich ist, weil also dann mit Thermometer geht richtig sehr einfach rein. Oh, da sieht man, da ist richtig butterweich. Aber ich will das trotzdem also, dass das Fleisch also ein bisschen ausruht, bis meine Gäste kommt und das trotzdem noch heiß wird und dass das Rezept also richtig ähnlich wird, also wie habe ich also dann im anderes Rezept gezeigt. So. So, mache ich das alles rein und da sieht man also, das ist alles richtig weich und jetzt sieht man auch Unterschied, also dann bei normaler Grillzange, da kann man auch also dann 2 Kilo ganz einfach rausholen und die wird also nicht verbogen. Einpacken in Backpapier, heiß,
So, ich habe jetzt das alles eingepackt und das kommt jetzt in eine Styroporbox. Das rein zu machen, fertig. Jetzt kann Fleisch ausruhen. Bei anderen Rezepten, ich habe gezeigt, also das war fast 1,5 Stunden und war noch brutal heiß. So, jetzt ist 14 Uhr, meine Gäste ist da. Das heißt, Fleisch war 1 Stunde im Ruhe gewesen. Ich habe extra jetzt so eine Schürze angezogen, weil also dann bei Fleisch zu zerreißen, kann man Kleidung sehr schnell schmutzig machen. So, ich habe also dann Kralle, ich habe schon also einmal gezeigt, also bei dem Zwiebelfleisch habe ich also dann Fleisch schon zerrissen. Aber ich will zuerst probieren, also ob wird das gleich wie im Gasgrill, also bei 9,2 Stunden, ob kann ich also dann mit Hände Fleisch zu zerreißen. Machen wir dann auf. Zack. Ah, heiß, heiß, heiß. So, jetzt mache ich das alles also auf die Seite und so sieht das aus. Jetzt muss man nur probieren. Einziges Nachteil, Fleisch ist sehr, sehr heiß und auf die Plätze. Fertig, los. Ah, ah, heiß, heiß, heiß. Das geht auch. Also hier kann man sogar auch also mit dem Händen zu zerreißen. Jetzt muss ich nur probieren. Ich sehe absolut keinen Unterschied, außer Zeit. Im Gasgrill habe ich also damals also dann 9,2 Stunden gebraucht, bis das fertig war. Aber klar, das war so zuerst geräuchert. Da ist ein bisschen vielleicht also anderes Geschmack. Also das war schon vor einem Jahr. Aber sowas wie heute für 3 Stunden, in 3 Stunden, also das war schon fertig und 1 Stunde in Ruhe gewesen. Und jetzt sieht das schon so aus. Und jetzt mache ich noch. Das geht echt viel einfacher sogar als mit Zwiebelfleisch. Ich hoffe, mit meinem Video kann Ihnen behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche euch alle Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal.